Hallihallo, ihr tentakligen Clownies da draußen. Herzlich willkommen zurück für Sakin City, wo wir... Der Leichenbestatter hat ganze Arbeit geleistet. ...jetzt hier sind und zurück zu Robert Throckmorton gekehrt sind. Es gibt Neuigkeiten, Mr. Throckmorton. Die Teilnehmer der Expedition sind am Leben. Sie befinden sich in den versunkenen Trümmern am Meeresgrund, in einem uralten Tempel. Sie haben genug Sauerstoff, aber wir müssen uns beeilen. Was ist geschehen? Warum haben die Seeleute ihnen nicht geholfen? Die Mannschaft der Titanier hat gegen Sanders gemeutert. Nur ihr Sohn konnte entkommen, weil man ihn in ein Rettungsboot gesetzt hat. Die Meuterer werden zur Rechenschaft gezogen werden. Albert einfach der launischen See auszuliefern. Das wird sich rächen. Das ist leider noch nicht alles. Die Innsmouther rissen die Funde der Expedition an sich und entführten die Professorin. Was? Diese degenerierten Halunken. Wie konnte das passieren? Die Innsmouther waren dort, um Professor Doe zu entführen. Sie lauerten der Expedition auf, entführten sie und nahmen das Artefakt an sich, das sie gefunden hatte. Sie nannten es das Siegel. Aber wie haben sie es geschafft, meine Wissenschaftler kalt zu erwischen? Nachdem das Siegel nicht mehr an seinem Platz war, erlitten wohl alle Teilnehmer der Expedition eine Art Nervenzusammenbruch. Die Innsmouther müssen gewusst haben, dass das passieren wird und warteten den richtigen Moment ab. Dann machten sie sich mit Professor Doe und dem Artefakt aus dem Staub. Rock, die Innsmouther. Haben Sie Beweise dafür, dass Sie etwas mit der Sache zu tun haben? Einer der Angreifer wurde von einem Teilnehmer der Expedition getötet. Ich habe ein Foto. Meine Expedition ist fehlgeschlagen und mein Junge wurde getötet. Es geht hier nicht mehr um eine persönliche Angelegenheit, Mr. Reed. Alle sind in Gefahr. Sie haben Harriet. Und mit ihr das Artefakt, das sie gefunden hat. Aber vielleicht ist sie ja noch am Leben. Deswegen zögere ich, dieses fischgesichtige Pack aus Oakmont zu verjagen. Was jedoch nicht bedeutet, dass wir tatenlos herumsitzen werden. Finden Sie sie, Mr. Reed. Nicht die Handlanger, sondern Ihre Anführer. Und infiltrieren Sie sie, falls nötig. Bringen Sie mir meine Professorin wieder. Ich untersuche den Wahnsinn. Keine politischen Machenschaften und Machtspiele. Und Ihre beste Ansprechpartnerin dafür befindet sich derzeit in den schleimigen Händen dieser Innsmouther. Professor Doe hatte die Visionen auch und sie fand etwas in den Ruinen. Und nun ist sie in den Händen der Innsmouther. Sie muss etwas Entscheidendes wissen. Es gibt da auch eine delikate Angelegenheit, die ich mit Ihnen besprechen möchte, Mr. Reed. Delikate Angelegenheiten sind mein Geschäft. Ich bin ganz Ohr. Ich habe da einen Kollegen. Sein Name ist Herbert Glover. So wie ich sammelt er leidenschaftlich gerne Kunstwerke. Ich bin Detektiv, Mr. Throckmorton. Kein Einbrecher. Über Ihre Unterstellung werde ich hinwegsehen, Mr. Reed. Ich bin niemand, der einen Dieb anheuern würde. Ich hatte ein Treffen mit Herbert vereinbart. Ein ziemlich wichtiges, um genau zu sein. Doch er kam nicht. Und ich will, dass Sie den Grund dafür in Erfahrung bringen. Klingt nicht allzu schwierig. Okay, ich mache es. Sehr gut, Mr. Reed. Eine wichtige Sache noch. Das muss unter uns bleiben. Sie dürfen niemandem sagen, für wen Sie arbeiten. Diskretion ist mein zweiter Vorname. Gut. Hier haben Sie Herberts Adresse und einen Ermittlungsvorschuss. Ich denke, Sie werden ihn für angemessen halten. Schönen Tag noch. Tellerfalle, Handgranate, Munition, Munition. Wo steckt Herbert Clover? Herbert Clovers Adresse. Stimmt, die Mutter von ihr. Von ihnen. So. Zack. Zack. Fallmappe. Dadadam. Mhm.
Herbert Grover wohnt in Goldbridge Road, im Zentrum des Bezirks Old Grove. Sein Haus befindet sich zwischen dem Windhurst Avenue und der Century Avenue. Old Grove zwischen Windhurst und Century. Sentry, das müsste hier irgendwo sein. Ich markiere mal da. Guck mal, wir müssen mal komplett gucken erstmal, wo das jetzt hier lang wird. La la la. La la la. Vorne ist noch ein Dings. Old Grove West. Gelaufen? Ja. Hallo? Jemand zu Hause? Bin ich denn jetzt hier? Bin ich denn jetzt? Drin. Ist doch auch leer. Das auch. Was zur Hölle geht hier ab? Und wo bin ich gelandet? Wo bin ich hier gelandet? Was zur Hölle? Ich glaube, hier sollte ich nicht sein. Ciao. Ich muss ganz schnell weg. Was ist denn das hier für ein Dude? War schon mal das falsche Haus. Sieht's hier aus? Geht's nicht rein? Das auch nicht. Eigentlich echt gedacht, dass diese riesen Bude hier den gehört.
nicht so aus. Street. Zwischen Windhave Avenue und Century Avenue. Also einmal die blöde Adresse aufschreiben. Also komplett markieren und so. Nee, sowas machen wir nicht. 10.000 Jahre selber suchen. So. Wir sind jetzt in der Century Avenue. Wir nehmen jetzt noch die Central Avenue, die hier, die da. Vielleicht ist es da dabei. So, hier geht's schon mal nicht rein. Ganz schöne Bruchbude. Hätte mich auch gewundert. Geht's auch wieder rein. Hallo? Herbert Gross anwesend. Ach, guck an. Oh boy. Oh Gott, warum sind das denn so viele? Schwede.
Die Tür gibt nicht nach. Warum bewahrt Glover einen 40 Jahre alten Zeitungsartikel auf? Francis Throckmorton, der in Oakmont beliebte Gelehrte und Abenteurer, ist wieder Junggeselle. Die folgende Textpassage sind nicht lesbar. Brief von Robert Throckmorton. Mr. Throckmorton, mit großer Bedauern muss ich darüber in Kenntnis setzen, dass sich der Preis für das von Ihnen begehrte Stück abermals geändert hat. Die Nachfrage ist gestiegen und der Preis beträgt nun das Dreifache dessen, was wir davor vereinbart hatten. Ich bin deshalb bewusst, dass ich den Preis nun bereits zum zweiten Mal erhöht habe. Aber für mich ist jedes einzelne Stück von unschätzbarem Wert, da ich aufgrund der schrecklichen Flut verkaufte Stücke meiner Sammlung nicht einfach wieder ersetzen kann. Gehen wir erst runter? Gehen wir hoch. Wir gehen erst hoch. Die Augen sind offen. Vermutlich wurde er mit dem tödlichen Stich überrascht. Nur leichte Kratzspuren um das Schlüsselloch herum. Der Einbrecher wusste, wie man Schlösser knackt. Nur leichte Kratzspuren um das Schlüsselloch herum. Der Einbrecher wusste, wie man Schlösser knackt. Ich dachte, du machst jetzt mal auf das Ding. Ich werde schon herausfinden, warum der alte Affe dich unbedingt haben will. Da hat jemand mächtig dick aufgetragen. Was ist das? Die Sammlung ist nicht vollständig. Einer der Spiegel wurde herausgenommen. Irgendwas stimmt hier nicht. La la la. La la la. Einer Statuette. Okay. Sonst noch irgendwas hier? Oder nicht so? Sieht nicht so aus. Wir könnten aber mal da passt ein Kopf drauf. Ach, guck an. Und jetzt? Gehen wir mal runter, gucken, ob da irgendwas ist.
halt echt gerade keine Ahnung, was hier noch sein soll. Das waren aber ganz schön viele Warnschüsse. So. Squint, lauf! Ah, Balcawil, ich habe ihn umgebracht. Das wird der leichteste Einbruch im Viertel. Du schnappst dir den Spiegel und ich schau mal nach, was der reiche Sack noch so alles hat. Wer sind Sie? Was in Kauhils Namen haben Sie in meinem Haus zu... Okay, dann wollen wir mal sehen. Das wird der leichteste Einbruch im... Wer sind Sie? Was in Kauhils Namen haben Sie in meinem Haus zu suchen? Hier. Squint, lauf! Ah, Balcawil, ich habe ihn umgebracht. Zwei Männer sind eingebrochen, um einen Spiegel zu stehlen. Der eine von ihnen, Squint, hat den Tresor geknackt. Und Glover hat auf ihn geschossen. Der andere hat dann Glover erstochen. Okay. Na gut, dann müssen wir dann... Fallmappe... Okay. Ja gut, da sehen wir uns im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.